meine Lieben, ja, heute gibt es wieder ein Rezept. Das verspreche ich euch. Ich habe am Wochenende bei meiner Freundin einen Eiskaffee draußen getrunken und der war, ich sag's euch wirklich, sowas von mega, mega lecker. Sie hat ihn im Thermomix gemacht und dann war mir eigentlich klar, Eiskaffee im Thermomix kennt jeder, macht jeder, aber dieser Eiskaffee wurde mit frischem Kaffee gemacht, also nicht mit Pulver oder mit Päckchen oder sonst was, sondern einfach nur in der Früh Kaffee gemacht, kalt gestellt und mit diesem Kaffee eben dann einen richtigen, echten Eiskaffee. Und den möchte ich heute gleich nochmal machen und ich lasse die Kamera extra mitlaufen, damit ihr auch dieses tolle Rezept habt. Und zwar habe ich mir als erstes heute früh gleich 200 Gramm Kaffee rauslassen, also einen schönen starken Kaffee und habe mir jetzt im Kühlschrank gestellt, dass er richtig schön kalt ist. Ihr könnt jetzt Espresso nehmen oder Kaffee, normalen Kaffee, einen starken Kaffee, so wie ihr euren Kaffee halt wollt, so macht es. Ich habe jetzt den ganz normalen Kaffee-Crema, wie ich immer rauslasse, so habe ich ihn jetzt rauslassen und schön kühl gestellt. Ja, und jetzt fangen wir an mit 60 Gramm Zucker als erstes. Der wird jetzt pulverisiert. Wenn ihr euch diesen Vorgang sparen wollt, dann gibt es gleich 60 Gramm Puderzucker einfach in den Mixtopf. Und zwar pulverisieren wir uns den Zucker ja immer selber zu Puderzucker und zwar 10 Sekunden auf der Stufe 10. So, jetzt wird das nach unten geschoben. Zeige es euch jetzt gerade mal. So sieht jetzt der Zucker bzw. Puderzucker aus. Jetzt kommen 250 Gramm Eiswürfel dazu. Und die werden jetzt richtig schön gecrasht. Also jetzt wird es richtig, richtig laut. Also Ohren zu. Und zwar machen wir das jetzt 20 Sekunden auf der Stufe 10. Achtung, Ohren zu. Es wird laut. So, das war jetzt ganz schön heftig. Jetzt kratzt man das alles schön. Ich zeige es euch öfter mal, wie schön das jetzt schon aussieht. Schaut mal, der Mixtopf, der läuft gleich an. Seht ihr das? Eiskalt. Und jetzt werden diese Eiskristalle, sag ich mal, die kratzt man jetzt richtig schön nach unten. So, und jetzt kommen 500 Gramm Milch dazu, aber kalte Milch, also auch Milch vom Kühlschrank. 500 Gramm, ein halber Liter. Ich habe jetzt wieder 1,5 Milch und 200 Gramm Kaffee, Espresso, das was ihr halt wollt. So, und das Ganze schlagen wir uns jetzt bloß noch 15 Sekunden auf. Und dann ist er auch schon fertig auf der Stufe 6. So, fertig ist er. Jetzt zeige ich euch das gleich mal hier oben, wie das schön schaumt. Schaut euch das mal an. Seht ihr den Schaum oben? Kann man das erkennen? Ich glaube, das kann man schon erkennen, dass das hier oben alles Schaummasse ist. Ich will jetzt nicht nur zu arg kippen. Das ist alles cremig. Ja, und das fülle ich mir jetzt gleich um. Oh, herrlich, herrlich, herrlich. Ich mache es jetzt nicht ganz voll. Ich gebe natürlich jetzt noch ein bisschen vom Schaum mit dazu. Schaut euch den Schaum an. Schaut euch den Schaum an. Das ist wirklich mega, mega. Ja, und ich werde jetzt diesen Eiskaffee noch richtig schön dekorieren. Ich werde jetzt noch eine Kugel Vanilleeis reingeben. Obendrauf kommt noch ein bisschen Sahne, so hat es nämlich auch gemacht. Und dann ein bisschen Schokosoße dekorieren und dann setze ich euch im Anschluss natürlich wieder ein Foto vom dekorierten Eiskaffee. Macht es unbedingt mal nach, ich sag's euch. Mega!
So trinke ich meinen Kaffee. Der schmeckt jetzt wie meine kalte Latte sozusagen. Bisschen süß ist er. Ich will halt Zucker. Ihr könnt den Zucker reduzieren oder mehr nehmen, aber so ist halt für mich richtig. Nicht zu stark, weil ich habe das total dick, wenn man in der Eisdiele einen Eiskaffee trinkt und der ist so, boah, so richtig kaffeelastig. Aber wenn ihr den stärker wollt, nehmt ihr einfach Espresso. Macht's einfach nach Rezept, schreibe ich euch wie immer unter dieses Filmchen in die Infobox. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's es gut, bis ganz, ganz bald. Eure Ruckzuck-Manu.